So. Auf jeden Fall, hier ist das Gebiet des legendären Tieres. Es ist ein Widder. Easy now. Soweit mich das. Soweit ich das erkannt habe. Eigentlich voll schön, ne? Das ist eine Wildpferde. Also du hast das Revier eines legendären Tieres betreten. Aber in dem Gebiet ist zu viel los, um es aufzuspüren. Was denn? Ah, ich weiß, was damit gemeint ist. Also kann ich mir vorstellen. Ich müsste nachts wiederkommen. Also, weil hier wahrscheinlich zu viel los ist, es sind so viele Leute, deswegen soll ich nachts wiederkommen. Das sind Wölfe. Und ein Bär. Und was ist da für ein Viereck da? Weiter so, ey. Ach, das ist ein Tunnel. Das war Bären, habe ich echt Schiss. So. Feuerrate und Schaden hoch. Hier Feuerrate und Schaden hoch, ja. Nur für den Fall. Easy now. Also die Bären, da muss ich gleich gerne. Das traue ich mir noch nicht zu, da muss ich mich erstmal informieren, wie man den am besten jagt. Weil ich habe jetzt keinen Bock drauf zu gehen. Ich dachte gerade, die sind im Wasser. Voll Tiere. Töte 5 Vögel im Flug von einem fahrenden Zug aus. Da geht's noch. Oh ja, muss ja auch schwieriger werden. Ich dachte, eine bessere Gelegenheit wird man hier nicht mehr kriegen. Oder damit ist einfach gemeint, hier ist zu viel los, ich muss erst den Bären und so töten. Komm, ist schlechtes Wetter, das. Hello, girl. Da kann ja auch sein. Ich hatte ja generell immer Probleme mit Vögelschießerei. Hey,
Junge, ist das kalt hier am Wenn. Also 3 Grad und dann durch Wasser 2 Grad sogar. Winter Cowboy. Das liebe ich ja auch so an Red Dead, ne? Diese verschiedenen Gebiete und dann auch die Soundeffekte und dann du reitest hier dran und dann der Schnee da runter. Sieht einfach so cool aus. Ja, das meine ich ab damit, ne? Du bist einfach komplett in einer neuen Welt drin, ne? Also das Spiel, das saugt dich quasi da rein. Easy now. Hoch das hier geht, ne? Die Grizzlies. Oh, hier ist eine Leiche. Da möchte ich gerne mal hin. Denn die haben meistens Briefe und so. Volk. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht klug, was ich hier mache. Minus 11 Grad, wie krank. Das ist immer heftig. Okay, das ist schon fast unrealistisch. So viele Temperatursprünge. Obwohl, ich war auch noch nie in so Gebieten. Vielleicht gibt es das ja doch irgendwo auf der Welt. Oder ich kann es mir einfach nur nicht vorstellen. Nicht besser, wenn man hier hoch geht. Mach das mal. Alles für eine Leiche. Vielleicht ist das ja schon der Roboter. Ja, der Roboter ist auf jeden Fall hier in der Nähe. Hier ist ein Pferd beendet. Heftig. Und die sind erfroren. Mann und Frau, Hand in Hand. Dann lesen wir uns mal das Schicksal von dem beiden durch. Was war das für eine Karte? Promenadenkarte? Panoramakarte.
Soll da irgendwie ein Schatz sein oder wie? Ich erkenne aber da nichts. Da ist eine Schlucht. Ja, hier liegt ein Schatz. Deswegen sind die auch nach hier gekommen. Sind nach hier geritten, um so einen Schatz zu finden. Dem Gebiet wird es einem nur schon kalt, wenn man nur zusieht, ne? Boah, knietief, ey. Aber ich frage mich immer noch, was diese Panoramakarte zu bedeuten hat. Höchstens. Kann doch echt nicht sein. Naja, werde ich mich mal drum bemühen. Schreibe ich mal auf. Panorama. Müssen wir das echt. Hier muss man es echt machen. Einfach die Dinge mal ausschreiben und danach recherchieren. Weil ich glaube, alles andere hat so ohne weiteres keinen Sinn mehr. Ich meine, ob du jetzt einen Kumpel fragst, ne? Schnell selber guckst. Ne? Klappt das überhaupt, was ich hier vorhab? Ja, hier liegt eine ganze Horde. Oder Kühe, ne? Heftig. Was ist denn hier passiert? Ja, hier ist, verliert sich die Spur. Ich dachte, es wären nur so Gegenstände, aber warum liegt da so eine riesen Horde? Sieht ja aus, als wäre der Winter plötzlich gekommen. Und die wussten nicht mal, wohin damit. Ich glaube, da kommt selbst mein Pferd nicht hoch. Doch. Spannend, ne? Vor allem sind sie auch keine Menschenseele, ne? Dann kommt das erste Dorf. Ja, wenn man damit einmal angefangen hat mit dem Spiel, ne? Macht's eigentlich Spaß. Und den Anfang echt zäh. Aber das hier. Hey, hey!
ganz oben aufgehangen. Da hat sich einer richtig Mühe gemacht. Einfach mal den Hirschkopf da oben hinzuhängen. Und das Dorf ist auch verlassen, ne? Kommt auch keine Rauch aus dem Bornstein. Minus 10 Grad. Hier ist ja leider nicht die Jahreszeit angegeben. Ich meine, die einzige Jahreszeit, die wir eben erfahren haben, war durch den Brief, den wir erhalten haben vom Bürgermeister. Wahrscheinlich Juni 1907. Also wissen wir, dass es eigentlich Sommerjahreszeit ist, ne? Aber das ist natürlich hier oben völlig egal, denn hier gelten andere Temperaturen. Die haben nicht mehr viel mit Sommer und Winter zu tun, ne? Also so wie wir es kennen zumindest. Zugefrorener See. Suchen Lager nach Fleco Hernandez. I don't mean no harm. I just want to speak to Hernandez. We don't like visitors up here. Kill this fool. Ich dachte gerade, das wäre der. Deswegen habe ich den nur ins Bein geschossen. Fleco Hernandez, you in there? I didn't want trouble, but I'm just here to speak with you about Boy Calloway. I'm unarmed. Der ganze Kumpel da getötet. Ich glaube nicht, dass er nett ist. King Gallo. I just want to talk about Boy Calloway. Sure. Here's your message. Oh, der ist gut. Kontrollbuch neu starten. Der ist sehr gut. Wie gesagt, ich bin nicht gut darin zu duellieren. Ich muss die einfach nur ganz leicht reindrücken, glaube ich, und dann, naja, Kontrolle will ich bestimmt nicht überspringen. Ich wünschte, da gäbe es irgendwie ein Menü oder so, wo man das mal üben könnte. Tja, die Jungs wollten es so, ne? Die meisten hat man nicht erschossen, ja.
Nein, zurück. Du bist so weit weg entfernt. Ich kann jetzt gegen diesen einen Revolver tauschen von... Mann, ich drücke mal die falsche Taste. Von Granger, das ist der andere Bandit. Ja, wo ist er denn? Ja. Also gegen die hier. Ja, Schaden müssen wir uns merken. Warte, warte, warte. Relativ gut, sag ich mal, ne? Marco. Die sind ja fast gleich. Tut sich nichts. Dann nehme ich mal Flakos. Ich glaube, es ist sogar dieselbe, oder? Ja. Eigentlich schade, dass man die nicht auch bei denen mitnehmen kann. Wie kann man hier nur hausen, ne? Hat er sich kein Feuer wenigstens gemacht? Hier, hier ist eine Schatulle. Das ist ein Gefährsam im Gesicht. Muss ich unbedingt alles nochmal machen. Ach ja, wohl ein Feuer gemacht. So, jetzt ist der wieder offen in Valentine. Der hat eben das schreiben wollte, ne? Dieses... Für die alten Revolverhelden. Die Biografie. Ja, hier oben kann man sich gut verstecken, ne? Sag mal so, so Zelte, ne? Die hatten ja natürlich schon. Wie heißt der Typ? Der Lobo-Bande, ah, krass. Ach, hier brennen. Hier, so realistisch ist es nicht. Typen hatten natürlich schon ihre, oder generell Menschen schon ihre Methoden in Zelten zu nächtigen, ohne dass man friert, ne? Auch bei minus 12 Grad. So, das waren dann nur die wenigsten, ne?
Ach, und hier sind sie mit der Kutsche gekommen. Aber die haben keine Pferde, ne? Haben sie wohl gefressen. You know what to do, girl.